Hola, hier ist wieder eure La Presidenta und ich freue mich, euch wieder auf unserer wunderschönen Insel von Tropico 5 begrüßen zu dürfen. Ja, wir haben gerade ausnahmsweise mal genug Kohle und was machen wir mit dieser schönen Kohle, die wir hier haben? Ausgeben. Natürlich, und zwar werden wir uns hier einen Trockendock holen. Das habe ich mir schon so fast parat gelegt, könnte man meinen. Nein, das war so der Gedanke, weil dadurch können wir uns schöne weitere Schiffchen besorgen. Und wir können jetzt auch Öl erforschen. Und das heißt, wir werden denn jetzt hier einfach eine Ölraffinerie bauen. Ja, die passt hierhin, sehr gut. Und müssen wir natürlich auch beides irgendwie an die Straße anbinden, sonst wird das natürlich nichts. So, und dann ziehen wir das darüber. Und hier das Trockendock bekommt natürlich auch noch eine Straße hingelegt. Ich will das nicht zu nah am Strand machen. Ja, wo geht's denn hier rüber? Es würde mich jetzt gerade echt interessieren, wo jetzt hier eigentlich die Straße von dem Trockendock ist. Auch wenn ich es jetzt hier gerade drücke, passiert hier nichts. Gut, dann ist das Ding irgendwie so verschüttet gegangen. Also sieht jetzt fast danach aus. Aber da will er nirgendwo hin. Warte mal, wenn wir jetzt hier unten eine Straße lang führen, passiert auch nichts. Oh je, habe ich das Ding irgendwie gerade total versenkt? Na gut, okay. Ich sollte vielleicht mal einfach die Zeit beschleunigen. Dann sehen wir das ja, was da passiert. Aber nee, hier werden schon gerade so etwas angebaut. Gucken wir mal, was da passiert. Die hatten wahrscheinlich noch gar keine Straße gelegt. Deswegen ging das noch gar nicht. So, und jetzt geht's auch nicht. Können wir direkt eine Straße hier dran führen? Nein, können wir nicht. Da, können wir da eine Straße dran führen? Hallo, ich will hier eine Straße lang bauen. Das geht irgendwie gar nicht. Ist schon echt spektakulär. Hallo? Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob man das Ding weiterbauen kann oder ob ich das vielleicht gegebenenfalls wieder abreißen muss. Ich lasse mich überraschen. Überraschen. So, wir wollten hier natürlich noch mehr Geld verdienen und das können wir hier mit unserem Medikamentenhäuschen. Aber da können wir leider gerade nicht. Öl haben wir auch noch nicht. Aber wir können hier Entsorgung gefährlicher Abfälle eliminiert jegliche Umweltverschmutzung. Jetzt können wir es uns natürlich nicht mehr leisten, weil ich habe wieder zu viel geredet. Alte, hör auf zu reden. Eindeutig. Ah, sie bauen weiter. Gut, ist doch gut. Wir nehmen aber hier einen weiteren Auftrag an. Finden Sie es nicht wunderbar, dass sich die beiden großen Machtblöcke gegenseitig vernichten wollen? Daraus können wir großen Profit schlagen. Ja, und die Nachfrage nach Uran ist so hoch, dass es ein Verbrechen wäre, die Situation nicht auszunutzen. Raus aus der Erde, rein in die Brieftasche. Geld ist eine bessere Waffe als eine Atomrakete. So, für das Annehmen dieser Aufgabe erhalten Sie die das friedliche Atomtechnologie. Exportieren Sie 1000 Uran. Ja, gut, machen wir doch gerne. Wenn wir dafür sogar etwas umsonst bekommen und Uran, können wir hier hinten, da können wir es abbauen und da auch. Und warum arbeitet hier keiner? Hallo, das ist eine Kaserne, warum arbeitet da keiner? Das ist der Wahltag rückt näher, Präsidente. Wie ist unsere So, wir wissen natürlich, dass wir gewinnen werden. Und dementsprechend haben wir das jetzt einmal weitergeklickt. So, das Bergwerk. Hier werden wir das Bergwerk erbauen. Und wir brauchen definitiv auch mehr Häuser. Und da wir jetzt schöne Apartments bauen können, werden wir jetzt hier auch ein paar Apartments mal hinsetzen. So über diese anderen Häuschen hinweg. Und was auch noch ganz nett wäre, wir könnten, da wir im Moment gerade noch Geld haben, ein Krankenhaus bauen. Hey, ein Krankenhaus! Hey. Wir alle wünschen uns doch schon immer ein Krankenhaus. Weil mit dem Krankenhaus kann man wieder viele schöne, schmutzige Sachen machen. nein, wir wollen natürlich keine schmutzigen Sachen machen. Hallo, wo kämen wir denn dahin? So, unsere Ölraffinerie ist fertig. Und da werden wir gleich einen Manager einstellen. So, effizient von Berggebäuden und Ölgebäuden steigt. Hallo, als wenn ich es geahnt hätte. Komm, Mädel, du gehst da rein. Einstellen. Und hier können wir auch einen Manager einstellen. So, der Wohlstand, Berühmtheit, Geizhals, senkt das Budget, General, Gewerkschafter, Hauswirt, nein. Nee. Haben wir doch einen Magnat oder habe ich ihn da drüben gerade nicht eingestellt? Muss ich gleich... Präsident! Oh, halt doch die Klappe. Müssen wir gleich echt mal gucken. Jux, da komm mal her. Ich wollte doch hier einen Manager einstellen. Oder will ich? Will ich nicht?
Ach, egal. Komm, wir setzen dann Geizhals rein. Oder einstellen. Und dann gucke ich hier drüben nochmal, ob da der Manager... Ja, doch ist einer drin. Hey, wir haben tatsächlich zwei Magnaten. Hey, finde ich gut. Können wir jetzt hier gegebenenfalls... Ja, fügt einen zusätzlichen Produktionszyklus hinzu. Die Pharma... Ihr wisst, was ein neues Krankenhaus bedeutet, meine Damen. Süße Ärzte. Ich glaube, mir ist gar nicht gut und ich brauche ganz schnell einen guten Arzt. Denkt bei den Doktorspielen immer daran, dass Ärzte schreckhaft sind. Also achtet darauf, dass euer Make-up sitzt. Genau. So, aber jetzt haben wir gerade wieder das Geld und holen hier natürlich diesen zusätzlichen Produktionszyklus rein. Die Pharma GmbH verarbeitet Öl zu Medikamenten. So, und eliminiert jegliche Umweltverschmutzung, holen wir uns natürlich auch. So, einen Manager hat man hier schon drin. Finde ich sehr gut. Und wir haben hier weitere Aufträge reinbekommen. Aber wir sollten hier vorne mal dafür sorgen, dass hier ein paar Leute arbeiten. Komm, da erhöhen wir einfach mal das Budget. Und so, Handelsschiffe können 50% mehr Exporte befördern. Ja. Und das hier ist natürlich auch sehr schön. Schiffsbauer. Jede Hafenanlage stellt ein zusätzliches Handelsschiff zur Verfügung. So. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Streng genommen nicht ganz legal, aber ich garantiere, dass es keiner herausfinden wird. Ja, aber wir wollen die Wahl nicht manipulieren. Das haben wir gar nicht nötig. Guck mal, wir haben 71%, das brauchen wir doch gar nicht. So, deswegen werden wir hier keinen Wahlbetrug machen. Und was werden wir jetzt? Wir haben das Krankenhaus... Kirche, Supermarkt. Komm, wir bauen mal einen Supermarkt. Damit unsere Leute hier auch schön einkaufen können. So, und hier können wir jetzt Aufträge an. Presidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Tja, vielleicht ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, Ihre Dynastie ein neues Mitglied hinzuzufügen, rein aus Sicherheitsgründen. Ich habe mich schlau gemacht und festgestellt, dass Sie noch ca. 30 Cousins haben. Wir müssen Sie einem Test unterziehen, um die Anzahl ein wenig einzuschränken. Was fällt Ihnen denn da ein? Ja, ich werde einen Wettbewerb im Synchronschwimmen machen. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Jedenfalls werden wir das in die Geschichtsbücher schreiben. Ja, mit Hilfe uralter Rituale, darunter das Trinken von Rum zur Festigung der Gehirnbindung, können wir ihren Erben einige Fähigkeiten mit auf den Weg geben. Welche sollen es sein? So, er kennt verborgene Rollen auf Tropico 10% schneller. Alle Soldaten Tropicos erleiden 5% weniger Schaden. Das finde ich gut. Gebäude effizient auf Höchstbudget. Komm, wir nehmen hier den Taktiker. Oh Gott, sieht der aus. Kostüm Napoleon, ja, das passt ja. Hauptfarbe. Ja, komm, so ein schönes Pink. Nein, ich weiß nicht so ganz. Rot, ja... Aber die Haarfarbe blond, die sagt mir noch nicht so ganz zu. Grün, auch hübsch. Weiß, ja, ich glaube, weiß passt zu ihm. Und wie heißt der eigentlich? Callisto. Callisto? War Callisto nicht auch irgendwie so eine Tussi da aus Xena? Naja, ist ja auch egal. So, Gebäude mit Managern hält so globaler Effekt. Das finde ich gut. Das ist echt ein globaler Effekt. Aber hey, wir können hier anscheinend steigern. So, effizientes Militärgebäude steigt um 10. Alle Soldaten bewirken mehr. Ja, wir werden hier mal aufsteigen. Und der kann hier sogar eigentlich auch aufsteigen für 50.000. Warum kann ich hier nicht weiter aufsteigen? Ach so, es wäre 100.000. Okay. Senkt Umweltschmutzung. Ah, das ist immer so ein globaler Effekt mit dabei. Na gut, okay. Aber egal, wir wollten ja sie hier auswählen. Zurück. Und irgendwie brummt gerade unser Hund vor der Tür. Aber damit muss sie leben. Das Wahlergebnis ist da. Sie kommt nämlich nicht rein. Lassen Sie Ihnen als Erster gratulieren. Dankeschön. Wir haben also damit die Wahl gewonnen. Kamerad Präsidente, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen revolutionären Wechsel. Das Volk von Tropico wartet darauf, dass Sie, der Held der Revolution, es zum Sieg führt.
Stellen Sie sich eine bessere Welt vor, in der jeder nach dem Prinzip des Kommunismus lebt. Eine Welt, in der jeder tun kann, was er will, wo jeder bekommt, was er will, wenn er es sich nur genug wünscht. Die Menschen sind bereit, ihrem Beispiel zu folgen. Sie müssen nur den ersten Schritt gehen und die Verordnung Hypothekenzuschüsse erlassen. Erlassen Sie die Verordnung Hypothekenzuschüsse. Ja, werden wir annehmen. Triss, du kommst hier gerade nicht rein. So, komm, den Erlass die Verordnung. Hypothekenzuschüsse, wo haben wir die denn? Ach, Triss, du kommst hier gerade nicht rein. So, hier, senkt den zum Leben in allen Wohnsitzen benötigten Wohlstand. Die Kosten hängen von der Anzahl der Wohngebäude ab. Mögliche Unterhaltskosten, monatliche Unterhaltskosten. So, ich gehe hier mal drauf. So, und jetzt wundert euch nicht, ich werde mal kurz mich etwas von euch entfernen und hier diese Tür aufmachen. Da komm rein, du Knottertier. Ne? Du hättest da drüben doch einfach die Tür weiter aufstoßen können, Hündchen. So, und jetzt leg dich hier hin. Und wehe, du willst da jetzt wieder durch die Tür raus. So, da bin ich wieder. Und wir haben ja hier noch schöne weitere Verordnungen. Weil, ich glaube ja gar nicht, was wir hier noch alles Schönes machen können. So, Mülltrennung. Reduziert die Umweltverschmutzung von allen Wohngebäuden. Finde ich schon mal gut. Werden wir auch erlassen. Und was haben wir hier noch? Also ich würde ja gern das Verhütungsverbot raussetzen, aber senkt die Freiheit. Ja, das können wir ganz einfach umgehen. Wir werden wirklich die Geburtenrate jetzt kontrollieren und werden... Aha, genau. Ein Verhütungsgebot erlassen. Und das können wir jetzt umgehen. Hier erhöht die Freiheit in der Nähe. Hier ist die Freiheit wohl ziemlich mau. Da werden wir es mal hier irgendwo hinsetzen, wenn hier noch irgendwo Platz wäre. Setzen wir es dahin. Um so unsere Leute wieder etwas glücklicher zu stimmen. Und hier, warte mal, hier. Präsidente! Ja, wir haben das den Flughafen freigebaut. Und hier, verstärkt den Rumpf, haben wir doch schon. So, und jetzt können unsere Schiffe weiter zusätzlich Fracht durch die Gegend hieven. Und ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich noch gar nicht das gemacht habe, was ich eigentlich wollte? Hm, ja, genau. Warum wird hier kein... der hat keine Anbindung an die Straße, deswegen... Stellen die sich wieder so zickenhaft an. So, ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon ein historisches Gasthaus bauen. Da, Tourismus. Historisches Gasthaus können wir gar nicht, weil uns jetzt gerade das Geld dafür fehlt. Aber gut, wir können hier ein paar Hüttendörfer aufbauen. Das können wir hier hinten hinpacken. Wenn es da hin wollte. Aber irgendwie will es da nicht hin. Da will es hin. So. Und hier haben wir noch eine Ölquelle. Die könnten wir natürlich auch noch abgrasen. Könnten wir irgendwann, wenn wir das Geld dafür haben. Und dann können wir auch einen Flughafen bauen. Können wir hier eigentlich auch neue Sachen schon erforschen? Muss ich mal gerade gucken. Ja, ich glaube, wir können neue Sachen erforschen. So. Und zwar werden wir hier das Rad, finanziell da, das friedliche Atom. Gut, das kriegen wir jetzt automatisch. Beziehungsweise haben wir ja schon. Nein. Finden Sie es nicht wunderbar, dass sich die beiden großen Machtblöcke gegen. Genau, kriegen wir erst, sobald wir halt eben genug Uran abgebaut haben. Deswegen habe ich das jetzt ganz ans Ende gesetzt gehabt. Und dumm-di-dumm. Warum arbeitet hier noch keiner? Ich glaube, hier sollten wir auch erstmal wieder einen Manager einsetzen. So, und zwar werden wir hier. Erhöht die Schönheit. So, das ist der Supermarkt, deswegen gucke ich jetzt gerade mal. Der Wohlstand der Arbeiter im Gebäude steigt um. Mhm. Ja, wir werden hier einen Gewerkschafter reinsetzen, einstellen. Sehr gut. Und hier. So. Ach, hier können wir noch gar nichts freischalten. Aber ja, gut, jedenfalls sollte jetzt hier die Freiheit wohl auch wieder etwas netter sein. Gehe ich mal davon aus. Nein, Taktiker! Mein Gott, Gebäude mit Manager hält mehr Stand. Wohlstand. Ich gucke nur gerade, was man hier Schönes noch reinsetzen könnte. Erhöht Schönheit der Gegend. Ja, komm, dann setzen wir die hier rein. Damit die Leute etwas glücklicher sind. Und bauen hier auch gleich noch ein paar Apartments daneben. Ich glaube, die können wir so setzen, genau. Das passt da leider nicht mehr hin. Und, hey, wir haben gerade wieder Kohle. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir jetzt... Na gut, okay, ich vermute schon, ich weiß, wegen diesem Pharmakonzern haben wir hier wahrscheinlich jetzt gerade gut Kohle. Finde ich gut. Das heißt, wir können das historische Gasthaus bauen. Und das setzen wir, weil es so schön ist, weil es so schön grün ist. Aha,
da geht es leider nicht hin. Schade. Dann packen wir es da hin. Wir haben ausführliche Studien fremder Kulturen durchgeführt und entdeckt, wie man einen ausländischen Besucher einen ganzen Tag lang unterhalten kann. Setzen Sie ihn einfach in einen runden Raum und sagen Sie ihm, dass in einer Ecke des Zimmers ein Stück Kuchen liegt. Tricks wie diese werden insbesondere unseren Touristikunternehmen helfen, Langeweile bei unseren Besuchern zu bekämpfen. Ja, genau. Ja, gut, ich gucke hier mal ganz kurz, wie es hier so allgemein gerade mit der Stimmung aussieht. So, Nahrung ist bei 91%, Religion. Ja, Unterhaltung. Das dachte ich mir nämlich, dass die Unterhaltung hier sowieso etwas mau ist. Deswegen wollte ich denen hier auch etwas Unterhaltung zukommen lassen. Und zwar, da haben wir eine Strandanlage. Die können wir auch hier hinten hoffentlich hinpacken. Da passt sie hin, genau. Und einen Zirkus können wir bauen. Wobei, kleinen Moment, weil dieser Zirkus ist wieder fast abhängig. Na gut, nicht unbedingt fast, aber jedenfalls, dieser Zirkus hat eine höhere Effizienz, wenn man ein Lama-Gehege daneben hat. Dementsprechend gucke ich gerade, wo ich hier Lamas hinsetzen könnte, die noch, so dass die noch relativ viel Spaß haben, die Lamas. Ja, die Lamas sollen es hier auch bei uns gut haben, aber ich glaube, das ist so allgemein irgendwie. So, dann machen wir die dahin. Unterhaltung, da haben wir den Zirkus. Ich glaube, das ist egal, wie wir den setzen. Setzen wir dahin. Und was wir auch mal wieder machen können, oh, Recyclinganlage. Hm, das gefällt mir auch sehr gut. Wo setzen wir die denn hin? Im Grunde genommen sieht es ja hier eigentlich überall gerade ziemlich gut aus. Aber gut, dann setzen wir die mal hier hin. Na komm. So, Uran wird abgebaut. Es scheint, als unterschätzte ich ihre Fähigkeiten immer wieder. Ja, ihre Anstrengungen sind bemerkenswert und sie haben sich eine Belohnung verdient. Wählen Sie eine. Ja, wir nehmen zwei kostenlose Unterhaltungsgebäude. Hätte ich das vorher gewusst. Und zwar nehmen wir den Nationalpark, ja. Den Nationalpark, so, und Riss stimmt sich hier auch schon wieder gut ein. So, komm, den Baum war hier direkt neben. Warum geht er da gerade nicht? Ach ja, stimmt. Entschuldigung. Jetzt wollte ich schon hier mein schönes Ölgebiet platt machen. Da setzen wir das Ding hin. Und was passiert bei der großen Hafenanlage? Erhöht die Schönheit. Multikomplex geht leider nicht. Aber gut, dann bauen wir hier noch einen weiteren Zirkus. Dann setzen wir den hier hin. Warte mal, ist das hier schon Lama? Das sind Ziegen, Schweine. Lamas, die sind da hinten. Passt da noch der Zirkus daneben? Weil wenn die sowieso schon hier sind, dann kann man das Ding ja da auch hinsetzen. Nee, blockiert kann man da leider nicht hinsetzen. Gut, okay. Dann werden wir sie hier hinsetzen. Dann sind da halt eben keine Lamas daneben. Was kann man denn bei dem Krankenhaus noch Schönes machen? Hey, komm, wir geben euch erstmal sowieso mehr Geld. Erhöht die Geburtenrate auf der Insel um 10. Oh, gerade da, wo ich es loslegen wollte. Erhöht die maximal, aber das ist gut. Habe ich euch jemals davon erzählt, wie ich von zu Hause ausgerissen und zum Zirkus gegangen bin? Das waren zwei wundervolle Jahre, bevor sie mich als zu verrückt rausgeworfen haben. Ich vermisse meine alten Freunde. Freddy, wenn du zuhörst, willkommen in Tropico. Und sieh Olga von mir am Bart. Ja, genau. Super. So, warte mal, aber hier dieser Touristenbunker, der sollte ja, genau, und da können wir nämlich auch einen Manager reinsetzen. Und zwar hatten wir ja hier den, wo ist er denn wieder? Berühmtheit, genau. Hoteleffizienz steigt um 10. So, den stellen wir ein. So, gut, dass ich dran denke. Okay, so, hier werden wir auch mal erstmal die Gehälter erhöhen. So, die Servicequalität steigt um 3, maximal 5 Punkte für jede Lama-Farm und jeden Lama-Betrieb. Gut, werden wir jetzt trotzdem mal machen. Wobei ich nicht glaube, dass die Lamas so in der Nähe sind. So, ihr genauso. Und hier werden wir einen Manager einstellen. Magnat, Effizient, Taktiker, Tycoon, Mentor.
Jetzt wird ja auch wieder automatisch abgespeichert. Sowas aber auch. Dass die mir hier immer in den Hals fallen. Ach komm, hier nehmen wir da, der Wohlstand steigt. Damit die Leute hier glücklich sind. So, aber hier können wir keinen Manager einstellen, so wie es aussieht. Ist auch okay. Gut, ja, jetzt haben wir ja schon wieder viel erreicht in dieser Folge. Oh, hier, ach, hier ist... Ah, ich glaube, hier hinten haben wir kein Kraftwerk. Genau. Gut, dann werden wir hier hinten natürlich auch noch ein Kraftwerk hinbauen, weil das von da drüben auf der anderen Seite der Insel, das reicht nicht bis hierher. Und dementsprechend setzen wir das einfach dahin. Wobei ich jetzt befürchte, dass das hier hinten nicht mehr ankommen wird. Und wir könnten eigentlich... Was können wir jetzt noch machen? Ja, natürlich weitere Touris anlocken. Und das können wir hier auch mit einem Familienresort zum Beispiel. Und das können wir gleich hier nebenpacken. Damit die es hier nicht so weit haben, wenn die hier diese ganzen Attraktionen sich angucken wollen. So, Luxusunterhaltung, Kabarett, Museum. Ja, alle kleinen Kinder lieben Museen. Die sind da voll scharf drauf. Und deswegen werden wir hier auch noch ein Museum hinpacken. So, und Uran haben wir auch bald abgebaut. Das heißt, da kriegen wir dann wahrscheinlich auch bald diese kostenlose Technologie dazu. So, hier werden wir dann auch erstmal steigern. Ja, unsere Leute dürfen hier ruhig was verdienen. Ich bin ja gar nicht so. Ja, weitere Schulen. Gut, also hier haben wir echt... In letzter Zeit waren wir arg verkatert und hatten keine guten Einfälle. Aber zum Glück musste gestern einer unserer Forscher bis ans andere Ende der Insel und hat das Fahrrad entdeckt. Nein! Und es funktioniert ganz ohne Benzin. Boah, da bin ich jetzt aber hin und weg. Hey, ihr wisst, was das heißt. Wir können Autos bauen. Bis jetzt mussten wir ja anscheinend die ganzen Autos importieren, weil hier fahren ja genug Autos durch die Gegend. Aber jetzt können wir in die Weltmacht der Autos aufsteigen und werden das natürlich auch ausnutzen. Oh, wir haben hier ganz viele Aufträge. Oh. Haben Sie die Statistiken gesehen? Nein, habe ich nicht. Scheinbar haben wir den Ruf eines billigen Touristenziels, das nur Pauschal-Touristen anlockt. Mein Vorschlag, wir zeigen, dass Tropico sowohl für reiche als auch für ärmere Touristen etwas zu bieten hat. Jetzt gerade zwar nicht, aber merken Sie, worauf ich hinaus will? Muss ich etwa noch klarer werden? Ja, besitzen Sie viel Luxusunterhaltungsgebäude? Kriegen wir hin. Zwei Stück haben wir ja schon. Hey! Präsidente, ich fürchte, der Kalte Krieg wird zu kalt. Oh. Wie wäre eine Aktion, die den ganzen Planeten gefährdet? Sowas machen doch alle coolen Nationen. Lassen Sie uns zunächst unsere militärische Stärke ohne ersichtlichen Grund aufrüsten, damit beide Supermächte vermuten, dass die Gegenseite mit uns zusammenarbeitet. Ja. Militärgebäude kann man nie genug haben. Auf der Straße sagte mir ein Mann, dass das Heil an unsere Tür klopft. Was? Ich hielt ihn für einen Priester. Doch vielleicht war er auch einfach nur betrunken. Wissen Sie, an wessen Türen am häufigsten geklopft wird? An die Türen des religiösen Gebäudes. Die Anführer der Religiösen sagten mir, dass der beste Weg, um mehr Rettung für Tropico zu garantieren, ein religiöses Gebäude sei. Bauen Sie ein religiöses Gebäude? Gut, machen wir. Hey, wir haben hier gerade ganz viele Aufträge und Kohle. So, hier haben wir die Luxusgebäude. Drachenflugclub. Yay. Wäre natürlich schön, wenn das irgendwie auf einer erhöhten Ebene ginge, aber hier ist nichts erhöht. Deswegen setzen wir das einfach hier so mitten rein. Ja, mitten rein. Das ist doch auch ziemlich klasse. Ist doch egal, es lässt sich da bauen, also setze ich es dahin. So, das ist das eine Luxusgebäude. Und was hatte ich gesagt gehabt? Kinderlebenmuseum? Oh, komm, lass uns noch ein Museum bauen. So, dann haben wir das weitere Gebäude. Und jetzt können wir Militärgebäude. Oh, guck mal, wir haben gerade Kohle. Wisst ihr, wie toll das ist, wenn man Kohle hat? So, erforschen Sie Präzision. Ah, das heißt, das kann ich sogar auch bald bauen. Aber nein, erstmal bauen wir eine Militärbasis. Da haben wir schon eine. Ich will die ja nicht so direkt alle nebeneinander setzen. Ach komm, dann setzen wir es hier hin. Und um die Dumm. So, was wollte ich jetzt? Ich weiß, ich könnte noch eine weitere Militärbasis bauen. Will ich aber gerade nicht. Ich will einfach nur mal kurz gucken,
Wie viel die hier mittlerweile... Oh, guck mal, Profit bis heute 67.000. Ist das nicht toll? Und wisst ihr, wie man noch mehr Kohle machen kann? Ja. Oh, wir werden hier einfach jetzt eine Fahrzeugfabrik bauen oder auch nicht. Nein, wir könnten hier natürlich noch eine Schmuckfabrik. Oh, guck mal, was wir hier für Kohle raushauen können. Dazu müssten wir allerdings erst einmal dorthin ein Bergwerk auf einer Goldfabrik, und die ist hier hinten, auf einer Goldmine bauen. So, dann haben wir das getan. Jetzt ziehen wir da nur noch eine Straße hoch. So, Jux. Ah, nicht schön, aber selten. Ah, die will da nicht so, wie ich will. So, so rum. Gut. Okay, jetzt geht es auch dahin. Und was wir auch auf alle Fälle wieder tun sollten, wir sollten, ich muss doch hier bleiben, weitere Transportbüros bauen. Ich glaube, eins haben wir hier sogar gleich da. Aber das setzen wir mal dorthin. Und noch ein Transportbüro. Da haben wir die, da haben wir das. Oh, ich glaube, und wir sollten mehr Häuser bauen. Ja, was wir wieder alles bauen sollten. Apartments können wir gerade nicht. Haben wir nicht das Geld? Können wir hier was für die Touris? Nein, können wir auch gerade nicht bauen. Gut, dann müssen wir erstmal wieder warten, bis wir jetzt das nötige Geld reinbekommen. Das sollte aber wahrscheinlich bald möglich sein. Und wir sollten bald Uran noch weiter verkaufen. Heute gibt's vieles. Es scheint, als unterschätzte ich ihre Fähigkeiten immer wieder. Ihre Anstrengungen sind bemerkenswert und Sie haben sich eine Belohnung verdient. Wählen Sie. Ja, zwei kostenlose Unterhaltungsgebäude schon wieder. Mehr Kapitalisten, aber wir nehmen die zwei Unterhaltungsgebäude. Hey, das bedeutet, dass unsere Leute zufrieden sind und dann halt eben auch da mehr Kohle reinkommt. Und warum kommt hier kein Strom an? Haben wir hier schon wieder zu viele Gebäude, die Strom fressen? Nee, anscheinend nicht. Es scheint, als unterschätzte ich Ihre Fähigkeiten immer wieder. Was denn, schon wieder? Ja, zwei Unterhaltungsgebäude. Hatten wir das nicht eben gerade schon? Das heißt, wir haben jetzt sogar vier? Hä? Was will die denn? Egal. Gut, Unterhaltungsgebäude. Zählen auch die Luxus dazu? Nee, leider nicht. Aber gut, okay, dann nehmen wir halt eben hier... ja, was nehmen wir denn? Schade, die Recyclinganlage gehört... Na gut, ist halt eben Umwelt. Nationalpark haben wir schon. Dann werden wir hier halt eben noch eine Strandanlage setzen. Können wir die hier hinten irgendwie reinstopfen? Ich will die da irgendwie reinfriemeln. Komm. Ich dachte, die hätte da eben gerade gesessen. Da geht sie hin. Ja, so mitten rein. Kriegen wir da noch eine hin? Schade, die will da wohl nicht hin. Wäre aber jedenfalls perfekt gewesen. Zirkus haben wir schon. Ich will nicht so viele Zirkusse aufbauen. Ist doch langweilig, oder? Komm, da geht der da hin. Nee, der geht da nicht hin. Weil ehrlich gesagt, ich mag keine Zirkusse. Ich stehe da nicht so wirklich drauf. Und, so, warte mal. Aber wenn wir jetzt hier schon dabei sind. Hafenanlage, Baubüro, Baubüro. Genau, Baubüro wollte ich bauen. Weil wenn wir hier so viele zig verschiedene Gebäude wieder aufbauen, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass die überhaupt aufgebaut werden können. Das würde sonst ziemlich mühselig werden. So, Wohnhäuser. Nee, das passt da nämlich nicht hin. Ich wollte nämlich gerade noch was hinstopfen. Dahin. So, das können wir da auch noch hinstopfen. Und ich gucke jetzt gerade mal so, wie es jetzt hier aussieht. Ja, stimmt. Eine weitere Botschaft wollte ich auch bauen. Komm mal, yay. Wir laden einfach mal die USA ein. Und preisen sie ein wenig. Abreißen? Nein, nicht abreißen. Abreißen, abbrechen. Oh Gott, jetzt wollte ich das Ding abbrechen. Abreißen. Aber... Genau, ich wollte ja hier, guck mal, hier eine Kathedrale. Bauen Sie ein religiöses Gebäude. Wäre denn wir tun? Muss das irgendwie in die Straße? Nee, muss es nicht. Warte mal, hier hinten sind mehr Wohnleute oder mehr Wohnungen. Deswegen setzen wir das da hin. Krankenhaus haben wir schon, Kirche, Klinik. Genau. Ja, wir sollten auch unsere Leute noch ein bisschen mehr ausbilden. Genau, das packen wir hier direkt neben das Museum. Da passt es auch gut hin. Und dann können wir hier auch gleich noch ein paar Wohnräume nebenpacken. Sum, sum, sum. Und wir könnten auch mal langsam mit Parkplätzen anfangen. Genau, soweit ist es schon.
Hier arbeitet niemand. Warum arbeitet denn da niemand? Hallo? Die verdienen da wahrscheinlich wieder zu wenig. Obwohl hier schon eifrig hin und her gekarrt wird. So, jetzt haben wir mal wieder geschafft, das Geld sinnlos auf den Kopf zu hauen. Und hoffen... Ah, nein, Gott, warte mal, wir haben hier noch einen weiteren Auftrag bekommen, oder? Da. Meine Berechnungen zeigen, dass man aus dieser Touristeninvasion noch mehr herausholen könnte. Touristeninvasion nennst du das? Die Wasserwege zu unseren Inseln sind überlastet. Bauen Sie einen Flughafen, dann kommen noch besser zahlende Touristen auf unsere weit entfernten Ländern. Worauf warten Sie noch? Ja, nehmen wir natürlich an. Und werden das auch bald umsetzen. Ja, bald deswegen, weil das werden wir in der nächsten Folge umsetzen. Präsidente, die UN beschwert sich schon wieder über die sorglosen Uranexporte. Andererseits mischt sich die UN ständig in alles ein, was wir tun und lassen. Vergessen wir sie und exportieren wir unseren Uran wie bisher als Konservendosen getarnt. Was sagen Sie dazu? Yay, ist eine gute Idee. Werden wir natürlich tun. Und das natürlich alles in der nächsten Folge. Ja, da werden wir noch ein weiteres militärisches Gebäude bauen. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Touris hier besser herkommen können. Warum arbeitet hier schon wieder keiner? Fragen über Fragen. Ja, das werden wir aber alles das nächste Mal klären. Und ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Mal wieder. Auf bald dann. Tschüss.